Hier kommt die Geschichte zu meinem ersten Kuss. Und zwar war das Ganze im Sommer 2016, da war ich 16 Jahre alt. Das ist der erste richtige Kuss, an den ersten so kann ich mich tatsächlich leider nicht mehr erinnern. Aber gut, es war in Berlin. Ich habe zu dem Zeitpunkt 2 Monate in Berlin gewohnt. Das war so ein paar Tage, bevor ich nach Hause gegangen bin, halt zurück, da wo ich eigentlich gewohnt habe. Und dann hat mich der Typ, den kannte ich so 2 Monate, wir haben uns auch sehr gut verstanden und da war immer so ein bisschen was in der Luft. Der hat mich dann zu sich eingeladen und ich hatte immer gesagt, mein Lieblingsfilm ist Rapunzel. Das ist auch übrigens immer noch. Ich liebe diesen Film. Und dann hat er halt gesagt, komm, wir gucken diesen Film zusammen. Und dann haben wir diesen Film zusammen geguckt. Wir saßen noch relativ nah beieinander, aber es ist nichts passiert. Dann war der Film zu Ende und er war so, Mist, die haben sich gar nicht geküsst, ich wollte dich küssen, wenn die sich küssen. Und es ist wirklich so, im Film Rapunzel wird sich kein einziges Mal geküsst. Und dann haben wir uns nach dem Film geküsst und das war sehr süß. Und da erinnere ich mich auch noch gerne dran. Wir sind auch heute noch gut miteinander befreundet, also alles gut.